Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Wenn unsere Adern nicht so elastisch wären, dann würden sie auch nicht so lange halten. Und in der Tat, wenn sie versteifen, dann können sich Risse bilden oder auch Aussackungen. Das nennt man dann ein Aneurysma und das kann dann gefährlich werden. Heute beschäftigen wir uns mit unserer Hauptschlagader, mit der Aorta und da mit dem herznahen Teil, also sozusagen mit der aufsteigenden Aorta, wie sie Mediziner auch nennen. Und bei uns geht es darum, wie Ihnen ein Chirurg helfen kann. Bei mir ist Privatdozent Dr. Thorsten Hanke. Er ist leitender Oberarzt der Kardiochirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Hanke. Tag, hallo, freue mich. Können Sie uns diesen Teil der Hauptschlagader erst einmal zeigen, bevor wir darüber sprechen? Ja, wie Sie eben schon gesagt haben, handelt es sich um den aufsteigenden Teil der Hauptschlagader, also direkt aus dem Herzen entspringt. Da befindet sich auch die Aortenklappe. Dann die Aortenwurzel, die hier in den aufsteigenden Teil übergeht, dann in den sogenannten Aortenbogen, von dem alle drei Halsgefäße, die Halsschlagadern, abgegeben also werden. Also das, was den Kopf auch versorgt dann, ne? Genau, ja. Und die Armschlagadern nach links. Ja. Und dann versinkt die Hauptschlagader im Brustkorb nach hinten neben die Wirbelsäule und geht dann durch das Zwerchfell zum Bauch und in die Beine über. Aha. Und diese Erkrankung der Gefäße, ich habe es ja in der Anmoderation schon angedeutet, aber könnten Sie uns das nochmal genauer erklären, was da mit den Gefäßen passieren kann, ja, grundsätzlich? Wie Sie eben schon gesagt haben, Gefäße können ausleiern, sie können verkalken oder sie können schrumpfen. Und wenn Gefäße ausleiern, dann wird das Ganze ab einer bestimmten Größe gefährlich. Das Ausleiern selbst wird Aneurysma genannt. Mhm. Und ein Aneurysma im aufsteigenden Teil der Aorta ist deswegen gefährlich, weil diese Aussackung irgendwann einmal platzen kann. Wir nennen das dann eine Dissektion. Mhm. Weil das so nah am Herz dran ist und so einen starken Blutdruckunterschied hat? Oder warum ist es gerade da? Warum es gerade da gefährlich ist? Ja. Weil die halsabgehenden Arterien für das Gehirn dahinter geschaltet sind. Und wenn hier oben etwas einreißt oder aussackt, dann ist immer die Blutversorgung des Gehirns in Gefahr. Und das ist immer lebensbedrohlich. Und bei den Rissen muss ich mir das vorstellen wie bei einem Schlauch, der so reißt, dass das Wasser da herausströmt? Ungefähr. Der berühmte Waschmaschinenschlauch, der irgendwann ausleiert, das ist das Aneurysma. Und menschliche Gefäße sind aus drei Schichten aufgebaut. Aus einer inneren, einer äußeren, einer mittleren. Und bei einer Dissektion reißt typischerweise die innere Schicht ein. Und das Blut wühlt sich zwischen innere und äußere Schicht und kann im schlimmsten Falle aus der äußeren Schicht auch heraustreten. Und dann haben wir wirklich einen lebensbedrohlichen Zustand. Ach so, das heißt, das quillt von innen so langsam auf, dann genau. Wahrscheinlich das Gefäß. Genau. Und richtig. Irgendwann dringt es nach draußen durch. Genau. Was macht man denn da? Operieren. Ah. Und zwar zügig. Und wie würden Sie das dann machen? Also das Operieren ist letztendlich immer dasselbe, was man machen muss als Chirurg. Das krankhafte Rohr muss ersetzt werden. Mhm. Und wie wird das krankhafte Rohr ersetzt? Es wird durch eine Plastikprothese ersetzt. Wir nennen das eine Aortenprothese. Die besteht aus einem Dacron-Velour-Material, ist wasser- und blutdicht. Und man schneidet den krankhaften Anteil des erweiterten oder zerrissenen Rohres hinaus und setzt dann dieses neue dafür ein. Das wird per Hand eingenäht, einmal unten, einmal oben. Dann muss man sich noch um eventuell die Herzkranzgefäße kümmern, die ja aus dem Anfangsteil heraus entspringen, die Koronararterien. Die kann man hier auch einnähen in einer Knopftechnik. Und manchmal muss man sich auch noch um die Halsgefäße kümmern. Wenn Sie sagen, das ist eigentlich ein Kunststoff und er ist blutdicht oder wasserdicht, so ein Gefäß lässt ja schon auch immer noch ein bisschen was nach außen durch. Der Mensch ist doch ein atmendes Organ. Richtig, eigentlich. Dafür hat er kleine Abgänge. Und die hat er genau dort platziert, wo sie notwendig sind. In der Hauptschlagader am Anfangsteil gibt es nur zwei Abgänge, das sind die Herzkranzarterien und dann gibt es keine Abgänge mehr. Aha. Und wenn ich das Ganze jetzt mal mit der Automechanik vergleiche, da sagt man immer, das, was du austauschst, das hält dann am Ende auch, aber das Drumherum geht kaputt. Ja, beziehungsweise ja, in der Automechanik ist das so. Hier ist es so, natürlich, das eingesetzte Plastikrohr, das hält. Aha. Das hält ewig. Und wächst ein? Das wächst ein, beziehungsweise es wird ummantelt vom Bindegewebe. Der Körper erkennt das als Fremdreaktion, schickt dort Entzündungszellen hin, die ein Narbengewebe drumherum bilden und dann wächst das von außen wie von innen ein. So ein Rohr hält lange und es kann natürlich sein, dass je älter der Patient wird, weitere Anteile der Hauptschlagader, der Bogen oder der absteigende Teil, weiter ausleiern. Aber dieser Teil, der operierte Teil, wird nicht mehr ausleiern. Wie lange dauert die Operation? Wenn Sie eine geplante Operation machen und
wirklich zwei Nähte eigentlich noch machen müssen, zwei Anastomosen machen müssen, dann dauert die Operation bei uns ca. 2,5-3 Stunden. Man muss aber dazu sagen, wir brauchen dafür die Herz-Lungen-Maschine. Aha, das heißt, im Grunde genommen bin ich dann eigentlich tot? Also Sie sind mit der Herz-Lungen-Maschine noch nicht tot, denn die Herz-Lungen-Maschine übernimmt ja die Funktion des Herzens und der Lunge. Das heißt, das Blut wird aus dem rechten Vorhof, das venöse Blut, herausgesogen, gelangt durch eine künstliche Lunge zu einem Rollerpumpensystem und das dann von der Maschine frisch angereicherte sauerstoffreiche Blut wird durch ein Schlauchsystem wieder hier oben in die Aorta hineingepumpt. Das heißt, Sie leben noch. Anders wird es, wenn ich die Halsgefäße operieren muss, wenn ich den Aortenbogen operieren muss. Da gibt es Situationen, wo wir den Kreislauf stoppen müssen, weil wir irgendwann einmal eine Situation haben müssen, wo kein Blut uns stört, bei dem wir dann besser operieren können im blutleeren Feld. Genau, das bringt mich zum nächsten Thema. Das ist ja sozusagen der Ersatz der geraden Gefäße. Aber Sie hatten uns ja beschrieben, dass also einmal die Aorta ja am Herzen beginnt und dass sie eben auch diesen Bogen macht. Den Bogen haben Sie gerade schon angesprochen. Das finde ich ganz besonders spannend, das so zu machen mit so einer Prothese. Denn ich würde jetzt mal sagen, als laienhafte Hausfrau, das knickt ja. Richtig. Wie machen Sie das? Gut, dafür lernen wir das lange, dafür gibt es die lange Facharztausbildung. Also man muss schon genaues Augenmaß haben, dass es nicht knickt. Das ist letztendlich nur eine Frage der Länge, ja. wie Sie diese Prothese nehmen. Aber wenn ich das hier zeigen darf, man kann diese Prothese so biegen und wenn man die richtige Länge hat, dann knickt auch nichts. Wenn Sie das so machen würden, dann gäbe es hier einen Knick. Aber der Chirurg lernt es zu ziehen an dem Gewebe, das auszumessen und dann knickt es nicht. Und das sind jetzt diese dünnen Schläuche, die Gefäße, die in den Kopf abgehen würden? Richtig. Das ist einmal, wenn man es von innen aus betrachtet, ist das hier der linke Arm, die linke Armarterie, die Arteria subclavia. Mhm. Dann haben wir die linke Halsschlagader, die Arteria carotis und die rechte Halsschlagader, an der auch noch der rechte Arm sozusagen mithängt. Und das wäre dann dieser Schlauch. Diese drei Schlauche sind die hirnversorgenden Abschnitte der Prothese. Geht das immer gut? In der Regel ja. Ja, wenn Sie es geplant machen, bei einem elektiven Eingriff, bei einer Aussackung des Aortenbogens, haben Sie natürlich mehr Ruhe und mehr Zeit. In einer Dissektion ist das Ganze etwas schwieriger. Man muss sagen, die Daten des deutschen Registers zeigen, dass eine Tödlichkeit dieses Einrisses trotz Operation immer noch bei 20% in Deutschland liegt. Wenn der Riss schon erfolgt ist, ja. Also wenn man sozusagen nicht vorbeugend genau, eigentlich diesen Ersatz einbaut. Richtig, wenn Sie nicht das Aneurysma operiert haben, sondern Sie die Dissektion, den Einriss operieren müssen. Wie sind Ihre Patienten? Haben die ein bestimmtes Alter, die mit diesen Beschwerden zu Ihnen kommen, speziell beim Aortenbogen? Beim Aortenbogen sind es in der Regel ältere Patienten, in der Tat. Das sind Patienten, die einen seit vielen, vielen Jahren bestehenden Bluthochdruck haben, der immer Druck auf die Gefäßwand ausübt und somit zu dieser Aussackung führt. Und irgendwann platzt dann eines dieser Schichten in dem Gefäßrohr. Das sind in der Regel ältere Patienten. Ältere Patienten vertragen ja Operationen sicherlich nicht so gut wie jüngere. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, die Herz-Lungen-Maschine, diese gesamte Belastung, was können Sie da für die tun? Da können wir auch ein Verfahren anbieten, das ist das sogenannte Hybridverfahren. Also zwei Gruppen arbeiten letztendlich zusammen. Das ist einmal der Herzchirurg, der die aufsteigende Aorta und den Aortenbogen operieren kann. Und der Kollege aus der Angiologie oder der Gefäßchirurg, der mittels eines Katheterverfahrens ein Stent implantiert. Was müssen wir machen? Wir haben also den älteren Patienten, 79 Jahre alt, einige Vorerkrankungen mit einer bedrohlichen Aussackung seines Aortenbogens. Wir wollen diesem Patienten nicht anbieten, eine Herz-Lungen-Maschinen-Operation mit Kühlung auf 18 Grad, um im Kreislaufstillstand zu operieren. Also wir wollen die Operation verkleinern, wenn man das so möchte. Und dann kann ich als Herzchirurg Folgendes machen. Ich kann ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, also am schlagenden Herzen, jedoch mit der Öffnung des Brustbeins, ich muss also die Gefäße sehen können, kann ich die Halsgefäße wie auch die Armarterie umsetzen. Warum möchte ich das machen? Also hier ist der Aortenbogen. Und diese Gefäße möchte ich hier nach vorne holen, an den aufsteigenden Teil meiner Hauptschlagader, direkt oberhalb der Aortenwurzel. Das kann ich einzeln absetzen. Da gibt es diverse Kniffel und Tricks, um das zu machen, damit der Patient keinen neurologischen Schaden hat. Wenn ich diese Halsgefäße umgesetzt habe nach vorne, kann der Kollege mit seinem Stent, mit dem Katheter, über die Leiste minimalinvasiv einen Stent über den Aortenbogen bis in den aufsteigenden Anteil setzen, ohne dabei die hirnversorgenden Arterien zu verschließen mit seinem Stent, denn die habe ich ja nach vorne umgesetzt.
Und das ist der Hybridansatz. Und das bedeutet keine Herz-Lungen-Maschine für den Patienten. Und das bedeutet eine kürzere Verweildauer im Krankenhaus mit einem deutlich besseren Outcome. Kann man sich kaum vorstellen. Sie hatten ja noch einen anderen Teil auch angesprochen, der nicht ganz so einfach ist, nicht nur der Aortenbogen, sondern eben auch der, wo die Aorta entspringt, weil sie da ganz nah am Herzen sitzt. Könnten Sie uns darüber auch noch etwas sagen? Ja, das ist das sogenannte Aortenwurzelaneurysma, was zum Beispiel junge Patienten haben, die das Marfan-Syndrom haben, also eine Bindegewebserkrankung ihrer Arterien, die zu einer Aussackung führt, zu einer lebensbedrohlichen Aussackung. Und man muss sich das so vorstellen, die Aortenklappe ist aufgehängt in der Aortenwurzel und schließt ordentlich. Wenn jetzt dieser große Rohrschlauch ausleiert, dann leiern die Aortenklappensegel auch aus, nach außen, und die Klappe wird undicht und der Patient hat eine undichte Aortenklappe und er hat eine pathologisch erweiterte Aortenwurzel. Das heißt, das muss operiert werden. Früher hat man diese Operation so durchgeführt, dass man das Rohr ersetzt hat, wie besprochen, und man hat auch gleichzeitig die Aortenklappe mit ersetzt, weil die ja undicht war. Ja, genau, weil der Durchgang ja zu groß ist. Genau. Richtig. Ja. Jetzt gab es aber zwei Pioniere der Herzchirurgie, einmal den Dr. David, Professor David, und den Professor Magdi Jakub, die ein Operationsverfahren entwickelt haben, bei dem nur das erweiterte Rohr ersetzt wird. Die Klappensegel der Aortenklappe können behalten werden und werden in das normal dimensionierte Rohr wieder eingenäht. Das ist also eine klappenerhaltende Operation der aufsteigenden Aorta, was insbesondere für jüngere Menschen fantastisch ist, weil sie keine Blutverdünnung einnehmen müssen. Sie müssen nicht mal Aspirin einnehmen, um das Blut ein wenig nur zu verdünnen, sondern sie können ganz ohne Medikamente dann weiterleben. Und kann man das für jeden Patienten anbieten? Das kann man für jeden Patienten anbieten, aber man hat sich international darauf geeinigt, dass bei Patienten unter 70 Jahren dieses Verfahren angewendet wird. Bei Patienten über 70 Jahren muss man nachschauen, wie viel zusätzliche Erkrankung hat der Patient, und dann kann man das mit dem Patienten besprechen. Aber jüngere Patienten sollten dieses Verfahren eigentlich bekommen. Das heißt also, wenn eine Verkalkung ist an der Herzklappe, dann muss man sie halt doch... Dann ist es nicht mehr möglich. Dann kann man nicht klappenerhaltend operieren, weil die Klappe halt auch verkalkt und erkrankt ist. Nachdem all, was Sie mir jetzt geschildert haben, kommt es mir vor, als könnte ich nach dieser OP weitermachen wie vorher und als wäre nie etwas gewesen, denn ich habe super neue Ersatzteile im Körper. Ist das so oder muss ich als Patient danach auf bestimmte Dinge achten? Nein, Sie können danach alles wieder machen. Was Sie generell machen sollten, ist auf den Blutdruck achten. Das müssten Sie aber auch ohne diese Ersatzteile. Sie können danach alles wieder machen. Im Gegenteil, Sie können es besser machen, weil die Gefahr des Platzens durch so ein Plastikrohr nicht gegeben ist. Das heißt, Sie können jede Anstrengung, sportliche Anstrengung, wieder durchführen. Zu Beginn unseres Interviews sagten Sie, die Stelle kann da nicht mehr kaputt gehen, woanders weiß man nicht. Ist die Gefahr, an anderer Stelle einen Riss in die Gefäße zu bekommen oder ein Aneurysma auszubilden, dann größer oder gleich groß? Ja, da haben Sie vollkommen recht, sie ist sogar ein bisschen größer. Und wo ist sie größer, wenn ich das kurz einmal zeigen darf? Wenn Sie das Aortenrohr hier oben ersetzen, selbst bis kurz vor den Aortenbogen oder hinter den Aortenbogen, dann haben Sie hier an diesem Teil der linken Armschlagader ein Problem. Warum haben Sie das? Normalerweise fängt die aufsteigende Aorta den Druck des Herzens auf. Das Herz pumpt Blut hier hinein. Das ist der Windkessel-Effekt. Das heißt, die Aorta weitet sich ein wenig auf, nimmt Druck aus dem System und leitet dann mit einem perfekten Blutdruck das Blut weiter. Wenn Sie hier ein starres Rohr implantieren, ist dieser Windkesselfunktion nicht mehr vorhanden und eine enorme Druckwelle stößt genau hier hinten an. Und hier kann es zu Einrissen kommen. Das heißt, nach so einer Operation müssen die Patienten einmal im Jahr für mindestens 5 Jahre eine computertomografische Untersuchung oder eine MR-Untersuchung ihrer Gefäße im Brustkorb durchführen lassen. Und außerdem auf den Blutdruck achten. Ja, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Machen Sie es gut.